Hallo zu meinem heutigen Video. Heute mal wieder was ganz, ganz Einfaches für einen Anfänger, der bei Linux Ubuntu einsteigen möchte und einfach sein Ubuntu personalisieren möchte, so wie ich hier auch. Ja, die wackeligen Fenster, das habe ich ja letztens euch gezeigt, wie das funktioniert. Wenn nicht, dann bitte ich euch nochmal bei mir die Videos durchzuchecken und dann euch das anzuschauen. Hier seht ihr einfach, dass ich den Terminal habe und der Terminal hier total durchsichtig ist und ich hier eben schön reinschreiben kann, ja, und meine Befehle eintippen kann. Ich kann aber natürlich auch hier viel, viel mehr Dinge einstellen. Und wo macht man das? Man macht das einfach hier, wenn ihr den Terminal geöffnet habt. Dazu geht ihr einfach hier hoch, gebt ein Porteur an und öffnet hier einfach. Ja, ich habe jetzt zwei Fenster offen. Ihr könnt es in dem Fall nur einmal machen. Und dann kann man hier einfach durch navigieren, wie ihr sehen könnt. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, euer Terminalfenster hier ein bisschen anzupassen, so dass es eben wenn anders aussieht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel im Titel Dr. Ubuntu drinne. Man kann auch, ja, auch so, Keep Initialen Titel, seht ihr, das hat sich sofort geändert, dass ihr einfach mal sehen könnt, wie das alles so funktioniert. Und ja, auch Colors, also wir können hier Farben einstellen. Wir jetzt einfach hier, ja, Select, aber das Background hier einfach dieses Durchsichtige. So würden wir praktisch nichts durchsichtig haben. Wenn man es ein bisschen runternimmt, dann schimmert es so ein bisschen durch. Man könnte hier auch ein Bild nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier Bilder habe. Ja, ich habe, glaube ich, hier auf dem Desktop gar keine Bilder, sonst könnte ich das vorführen. Wir lassen es jetzt einfach mal. Ihr müsst mir das jetzt einfach mal glauben, dass das funktioniert, wenn ihr eben das selber ausprobiert. Und so könnt ihr natürlich hier euch durchnavigieren, einfach mal alles ein bisschen ausprobieren. Vielleicht macht ihr euch ein paar Screenshots, wie es eigentlich im Vorfeld war. Und dann fängt ihr an, ein bisschen rumzuprobieren und dann könnt ihr das auch jederzeit wieder zurückstellen, wie es eigentlich standardmäßig ausgesehen hat. Und könnt dann einfach euer Terminalfenster so anpassen, wie es euch gefällt. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin